Ahoi zusammen, Savati, salve a tutti. Wir haben Donnerstag, es ist der 14. März und es ist 17.46 Uhr. Grundsätzlich geht es in diesem Film um E.ON und RWE. Da ist ein bisschen was passiert, da würde ich was zu erzählen. Aber eins vorab, am nächsten Donnerstag, was ist das? Das ist der 14., oder? Jetzt muss ich gleich mal schauen. Quatsch, den haben wir heute, den 14. Nächster Donnerstag ist der 21. Mache ich, und da freue ich mich riesig drauf, abends um 17 Uhr mit dem Jörg Scherer von der HSBC ein Webinar. Da geht es darum, welche Charts sind aktuell besonders spannend, wie sind die Allzeithoch an den Märkten zu bewerten, wie kann man die Rallye noch tragen, wo lauern mögliche Risiken, brechen die Edelmetalle gerade nach oben aus. Und der Jörg macht die größeren Indizes und spricht über Gold und ich übernehme Aktien. Und ihr dürft euch, das sage ich jetzt schon, ich werde es aber morgen Abend beim DAX-Film auch nochmal sagen, ihr dürft euch jetzt schon Aktien wünschen. Schreibt die einfach unter YouTube drunter. Und die Idee ist eigentlich die folgende, wenn einer Daimler schreibt und dann sieht ein zweiter, sieht er, sagt, ach, da steht schon Daimler, schreibt es trotzdem hin. Ich werde zwischen 6 und 8 Aktien machen, die am meisten gewünscht wurden. Lass es mich mal so formulieren. Und dann kommt dann ein Link, der verweist auf die Homepage von HSBC und da könnt ihr euch dann, der wird 10 Minuten vorher zur Verfügung gestellt und da könnt ihr euch dann eintragen und machen und das Ding wird voll. Das weiß ich jetzt schon. Dann ganz kurz, weil ich da ganz viele Mails bekommen habe wegen PayPal, das war richtig gut, ja, die Dinge haben sich mehr als verdoppelt. Heute waren die genannten Scheine, Einstand war so zwischen 29 und 30, waren die genannten Scheine so bis hoch zu 66. Ich bin jetzt erstmal da glatt. Die PayPal waren heute auf 64,38 im Hoch. Im Moment handeln sie bei 63,02. Mir reicht es. Verdopplung innerhalb von 2 Tagen, das habe ich auch nicht jeden Tag. Ja, also deswegen, weil da viele dabei waren, ich habe es gesehen, da waren richtig große Umsätze, nehmt mal die Chips vom Tisch. So, jetzt gehen wir in E.ON. Und was hier vor euch liegt, ist der Wochenchart von E.ON. Und, jetzt mache ich das mal hier hin, die E.ON waren heute auf einem 9-Jahres-Hoch. Das hier ist 2015. Und schon erstaunlich, die Zahlen waren gut. Viele Bankanalysten haben die Schätzung hochgenommen, Goldman Sachs auf 16,5, die DZ Bank auf 15,5. Lediglich Metzler blieb, so wie ich das gesehen habe, recht moderat mit 12,20. Also nochmal, das sieht cool aus, es ist eine schöne Bewegung. Ich habe die E.ON immer genannt Sleeping Beauty. Das ist kein KI-Stock, aber wenn sie mal wirklich ins Laufen kommen, dann ziehen die auch mal richtig durch. Hier war es mal vom Oktober 22 von 7,30 hoch auf 12,30. Das machen die dann auch. Ich sage jetzt nicht, dass das Ding jetzt hier bevorsteht. Aber, und nochmal, das ist der Wochenchart, das sieht absolut alles in Ordnung aus und es ist ein 9-Jahres-Hoch. Gehen wir mal auf den Tag. Ja, das ist für E.ON ist das ein gewaltiger Sprung. Die waren, was ist denn das dann? Das ist hier Donnerstag, Mittwoch, am Dienstag waren die noch bei 11,70. Die haben jetzt eine Dividendenrendite von 4%, sind, nennen wir es mal, Strompreisprofiteure. Das darf man gar nicht so laut sagen, aber ist so. Insgesamt waren die Zahlen nicht nur gut, sondern auch die Ausblicke waren gut. Und da gibt es einen Unterschied zu RWE, auf die ich gleich eingehe. Also ich finde jetzt, die E.ON sind ein, sagen wir mal, solides Investment. Was ich tue ist, ich empfehle hier einen Schein. Und man muss Folgendes sehen, ja, das ist eine starke Bewegung. Vielleicht pausieren sie dann nochmal irgendwo so in Richtung ja, 12, 12,5 hier, 12,10 da. Das kann sehr gut sein. Ich habe mich auf längere Sicht, jetzt ist hier auch schon der RWE-Schein drin, für diesen Schein hier entschieden. Das ist ein 11,02er. Damit sind wir unter der 200-Tage-Linie, unter dem letzten Verlaufstief, hier unten. Das ist ein relativ geringer Hebel von 7. Das ist die KJ5CRC. Das ist einer, ich rate jetzt nicht dazu, jetzt sofort hier auf den Knopf zu drücken, die Dinger zu kaufen. Das war PayPal. Ja, aber wenn die ein bisschen runtergeben, ein bisschen nachgeben, weil diese Bewegung ist für E.ON ungewöhnlich, also diese schnelle Bewegung, da kommt auch mal eine Gegenbewegung und die dürfte, ich hoffe, so im Bereich 12 liegen, dann ist das der Schein meiner Wahl. Dann machen wir mal die RWE. Wo sind die denn jetzt hier? RWE, Moment.
Hier. Das war komisch heute. Das ist der Tageschart, ja. Die fingen relativ moderat an, gingen dann fett hoch, um dann, was haben sie verloren? 2 Euro zu verlieren. Also es ist so, ich habe hier ganz viele Schätzungen für RWE von verschiedenen Banken. Jefferies sieht 36, die UBS 52, Goldman 46,5, Barclays 50, JP Morgan, aufgepasst, 60 und Bernstein 52,5. Die Zahlen an sich waren nicht so verkehrt. Es gab allerdings einen Satz, den hätte man vielleicht anders schreiben sollen, dass man im Jahr 2024 Ergebnisdruck durch fallende Strompreise erwartet. Ja, klar, ja, die fallen, das ist in Ordnung. Deswegen werden die Zahlen nicht so schlecht werden. Aber das ist das, was es hier ausgemacht hat. Das war der Tag heute hier. Die RWE, ich mache es mal ein bisschen größer, die haben eine fette Bewegung gehabt vom Oktober 23, da hoch hier von mit diesem Hammer eingeleitet, von 31,56 hoch auf die 42,5 und geben das komplett wieder ab und sogar noch mehr. Man muss sich bei RWE meines Erachtens nach momentan mit Käufen noch nicht beeilen, aber dieser Punkt hier, der Chart-Tiefspunkt vom 27.02. in Verbindung mit dem unteren Bollinger Band ist bei 30,32, hier sieht man es an der Seite, ist durchaus erstmal eine Unterstützung. Positiv werden Sie erst mit Überbieten dieses Hochs von heute hier bei rund 33. Ich bin von der Technik her leicht negativ, sowohl über das MACD als auch über den Oszillator. Also nochmal, da muss man sich, glaube ich, nicht beeilen. Ich habe dennoch fürs Vorfeld als Suchhilfe für euch folgende Option jetzt schon mal rausgesucht. Das ist ein 27,01er. Gucken, ob ich den überhaupt in den Chart reinkriege. Mal schauen, 27,01. Moment, ich mache das mal weg. 27,01, das ist also schon ein Mehrjahreslow wieder. Da sind wir hier im Bereich 2020. Das ist dann so eine Geschichte, das schaue ich mir an. Den kaufe ich, wenn wir hier drüber gehen, über die 33, dann finde ich das spannend und halte mit Sicherheit auch schon mal die Hand auf, wenn wir unter die 30 gehen, so Richtung 29,5, 29,80, wenn wir dieses Low hier rausnehmen, dann möchte ich den zumindest mal auf meiner Watchlist haben und das ist die KJ4H97. Das ist eine Basis von 27,01, im Moment ein Hebel von 8. Ich halte die jetzt doch ziemlich heftige Bewegung hier von 42,5 hier runter, das ist zu viel. Das ist meines Erachtens nach zu viel, aber nochmal, ich habe hier kein Kaufsignal. Abwarten, sitzen bleiben, Schein vorbereiten, genau beobachten. Das echte Kaufsignal kommt hier über der 33. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.